Willkommen zu Trepang 2 oder wie es übersetzt heißen würde, Seegurke 2. Und das ist ein Shooter, der so ein bisschen Richtung 4 geht, sehr blutig ist, sehr viel Geballer hat. Und die Macher haben halt früher ein Spiel gemacht, das Trepang hieß, was ich glaube koreanisch für Seegurke ist. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir machen irgendwann mit mehr Erfahrung, haben sie das gemacht. Und weil das erste so hieß, haben die das andere jetzt auch so genannt. Oder so. Ist jedenfalls eine lustige Idee. Es ist halt einfach, es hat nichts mit dem Erstling zu tun, weil das erste einfach nur ein Spiel ist, wo man eine Seegurke spielt. Also. Und ich hatte das schon ein bisschen angespielt. Ich hatte auch die Demo gespielt und so. Und habe einfach Interesse daran, das zu spielen praktisch. Und dachte, ich nehme es halt doch jetzt mal auf, weil es halt manchmal ganz coole Momente gibt. Ja, machen wir mal schwer. Ich hatte mal normal angespielt beim ersten Mal. Aber gucken wir mal, wie schwer es ist. Aber man kann halt einige coole Manöver machen und ein paar absurde Sachen. Man kann zwar leider kein Wandrennen immer noch so ein cooles Feature, was viel zu wenig Spiele haben. Stellt euch mal vor, Apex Legends hätte Wandrennen. Ich würde das Spiel suchten. Außerdem ist hier super nett, die haben Fernseher vor uns. Okay, Fernsehzeit ist over. Weiter geht's. Los geht's. Weiter geht's. Ich muss mir kurz was einstellen, bevor ich das vergesse. Das da. Control, Vault Security is not responding. We're moving to investigate. Da bin ich wieder. Sorry. Da muss ich kurz eben. Ach ja, übrigens, super Schreckmoment. Man kann. Die haben Ragdoll. Was ich cool finde, aber wenn man rüberläuft, ist dieses unsäglich laute Geräusch. All units were under attack by unknown elements. Ach ja, nee, nevermind. Ich hätte mir gerade Sorgen gemacht, auch wegen der. Wegen den Daten, weil ich nehme jetzt mal anders auf, aber dann dürfte das mit der Lautstärke kein Problem sein. Dann kriege ich nur die Krise, wenn es so laut ist. Das kann manchmal gruselig sein. Und gleichzeitig ist es unglaublich cool mit der Lautstärke irgendwie in den Gefechten. Oh nein. Around the corner, let's go. Ich finde auch schön, dass so dieses Klischee ist, dass sie zu einem einzigen Punkt hinrennen und nicht irgendwie sich absichern in den Räumen selber. Thank you.
Aber ich mag, dass sie einem praktisch hier hinterherkommen können. Es hat zumindest so diesen, dieses Gefühl von Bedrohung, weil das machen ja einige Spiele nicht. Entweder man hat Weglaufspiele oder man hat halt Spiele, wo man wirklich nur bedroht wird, wenn man eine Waffe hat. Also wenn dann kommen erst Gegner. Und sowas hier kommt ja eher seltener vor. Was ich auch schade finde tatsächlich. Security Station, do you have eyes on 106? Security Station, respond. Das sind Daten, die nehme ich einfach mal mit, wenn ich die sehe. Control, this is Echo 2. Should we go investigate? Negative Echo 2. You need to pull back and regroup with your team. Out. Ja, habe ich gesagt, es gibt sehr viel Ketchup. Ich mag tatsächlich diese Shooter, wo man richtig coole Stunts hat, viele Effekte, coole Kills. Lop, lop. Lop. Control, this is Foxtrot Actual. We're checking a maintenance tunnel now. Check that room. Yeah, it's nothing here. Alright, stay behind and cover this entrance. Copy that. Use some help over here! Watch my back! Move it up! Alright, you're covered! Move it up! Got it. Ich hatte gesehen, es gibt ein Achievement dafür, wenn man ein... Ich muss die Musik doch ein bisschen runterdrehen. Es macht unglaublich viel Spaß, wenn man es alleine spielt mit der Lautstärke. Aber ich kann mich nicht konzentrieren aufs Reden. Ich kann mich so weil ich meine eigene Stimme dann nicht höre. Und das ist irritierend. Ja, das Ding ist. Es gibt ein Achievement, wenn man einen Gegner mit einer Taschenlampe anleuchtet und ihn erledigt, bevor er sich umdreht. Schwerer als ich dachte. Leider. Blub. Was ich auch mag, diese roten Türen, sehr verlockend, weil man sieht irgendwie eine farbige Tür und wie in anderen Games so. Ja, es ist farbig, es muss genau da weitergehen. Tut's aber nicht immer. Ich weiß nicht, ob es irgendwann da weitergeht oder wirklich nur Spielerei. Ich bin ein Geist. In dieser Call of Duty geil. Hi.
didn't see that. Das hört man auch gar nicht. Yeah. Das sind doch Sachen, die ich sehen wollte. Ich wusste nicht, dass man Gegner dropshooten kann. Das ist lustig. Ne, kann man noch nicht. Ich mag eigentlich diese Immersion, dass man Objekte von Gegnern wie Bildschirme und so zerstören kann. So nach dem Motto, wir zerstören ihre Ausrüstung. Auch wenn es ein bisschen lächerlich ist. Achso, wenn ich random eine Rutsche mache, ist das, wenn ich kurz einmal tabbe. Bin so ein historischer Raustabber. Dabei hatte ich das doch so schön stealthy gespielt letztens noch. Natürlich, jetzt kommt er. Upsi. Ich krieg grad so Vibes wie, es gibt ja diese Filme, wo sie dann ins Funkgerät gehen und dann sagen, sie sind alle tot. Das fehlt hier so ein bisschen, das wäre sicher cool. Kannst du dich bitte nicht genau da hinstellen? Alter. Danke, geh weiter. Noch ein Stück. Schlosskirche. Saw something over there. Oh, False alarm. Everything looks fine over here. Da ist ein Schild. Gut, ja, das mit dem Achievement war wohl nicht. Machen wir einfach weiter wie geplant. Ja, das Level-Design wirkt auch ein bisschen so eine Sache für sich. Aber lasst euch echt von diesem Spiel nicht täuschen. Vor allem, man muss bedenken, das ist ein Indie-Game von irgendwelchen... Ich glaube, sie waren Studenten. Deswegen war das erste auch so ein Seegurke-Ding, weil das irgendwie so ein Studentenprojekt war. Aber diese Körperrektals sind schwierig.
Übrigens auch ein bisschen antiklimaktisch, wenn man irgendwie denkt, er zieht jetzt gleich das Schwert raus. Aber ich habe gelesen, Schwerter sollen wohl im neuen DLC kommen. Bin ich auch gespannt. Wobei ich das Spiel halt noch gar nicht voll ausgeschöpft habe. Und es macht. Don't bitch me, you. Cover me, I'm going in! Alright, move it up! Geplant, aber es war gut. Das sind so Momente, wo ich sagen muss, ich bin kein zu großer Fan davon, wenn Spiele Bugs an sich haben. Ich finde Spiele, wenn möglich, sollten Spiele polished sein. Aber ich finde, habe kein Problem damit, wenn sowas drin ist. Wenn Bugs halt wirklich drin sind, die nichts Spielerisches machen, die sie haben sie mir jetzt nicht zerstört. Und sie hatten ja auch irgendwie was eingebaut, nehme ich an, dass er automatisch stirbt, wenn er out of boundary ist, irgendwie. Oder wenn es da Probleme gibt, scheint mir jetzt so. Ich bin kein Spieleentwickler, aber ich habe grundsätzlich mit gewissen Bugs kein zu großes Problem. Subject 106, route to your position. You need to hold your ground. Roger that. Deswegen. Also. Das war ja jetzt tatsächlich super lustig. Oh. Hi. Hi. Du bist nervig. Ihn mag ich nicht. Hi. Hi. I think I heard something. We got eyes on one. Natürlich genau jetzt drehst du dich. Hat so wirklich vier Vibes? Nur, dass wir einmal sind mit einer Schrotflinte. Ich meine, das sind die Räume, die einmal in vier erschafft und nicht irgendwie der Hauptcharakter. Wobei ich sagen muss, vier muss ich unbedingt weiterspielen. Habe ich auch lange nicht mehr angepackt. Aber auch daran, weil ich das nochmal die Quality of Life Mod noch haben muss. Die leider noch nicht habe. Also auf dem Rechner hier. Und flip.
stecken uns einfach jedes Device mit irgendwelchen wichtigen Daten ein. Schalldämpferwaffen. Wird es dadurch anders? Nein. Hi. Man bräuchte halt Aim. Unhöflich von mir. Der hat sein Schild noch in der Hand. Watch my back, it's loaded. Ey, hier, fang! Unfreundlich, ey. Einfach nur unfreundlich hier. Das wollte ich beim letzten Mal auch schon ausprobiert haben. Ob man da einfach so durchmarschieren kann. Aber gut, dass Schwert tatsächlich bisher noch nicht so die größere Herausforderung bietet. Selbst mit meinem super guten Aim. I think I saw some. Gonna check it out. Looks clear! Nein, das ist gar nicht nett. Oh, ich bekomme mal nicht mehr. Spawn günstig. Ja, sorry, ich habe keine Verwendung mehr für dich. Ich fühle mich gerade die ganze Zeit eher wie der Böse in diesem Game. Ach ja, genau. Kram. Die hatten aber irgendwo... irgendeiner von denen hatte eine Waffe, die ich haben wollte, das weiß ich noch. Eine brauchbare Waffe. Ach ja. Wir haben nämlich Schalldämpfer. Weil das Schöne ist, wir können Waffen anpassen. Also, jetzt noch nicht, aber wir schalten Sachen anscheinend frei für Waffenanpassungen. Wir haben auch Skins, was haben wir denn so Schönes? Hellbraun sieht ganz schick aus, tatsächlich. So. Übrigens, ich habe es ausprobiert, wenn ich jetzt auf nichts klicke, ist der Schalldämpfer weg und ich kriege ihn nicht wieder. Also, probier es nicht aus. Hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Dann würde ich sagen, das war's für die erste Folge. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten. Bis dahin.